Heute ist der 1. Mai und ich bin hier an der Galluswarte. Etwas entfernt von hier soll heute ein Straßenfest steigen. Anlässlich des 1. Mai lädt ein breites Bündnis von migrantischen Gruppen, Kulturvereinen und linken politischen Zusammenhängen zu einem internationalen Fest der Solidarität im Gallus ein. Na, da werde ich mal hingehen, mal schauen, was das gibt. Neben einem vielfältigen Kulturprogramm, getragen von Musik- und Theatergruppen, sollen heute interessante Diskussionsveranstaltungen über Alltagsprobleme und politische Fragen hier stattfinden. Themen sollen sein die Verdrängung durch steigende Mieten, Umweltfragen, prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse sowie antirassistische Solidarität mit Flüchtlingen. Die Initiatoren der heutigen Veranstaltung sind übrigens genau die Gruppen, die sich nicht davon distanzieren wollten, dass am 18. März in Frankfurt massive Gewalt gegen Rettungskräfte angewandt wurde. An den Ständen sieht man die üblichen linksextremen Parolen. Man redet gerne über die AfD statt mit ihr. Die IG Metall mischt noch ein bisschen halbherzig mit. Auch die Partei Die Linke darf nicht fehlen. Hier sieht man übrigens auch die groß angekündigte Kinderspiellandschaft. Die Kinder sind nur ein bisschen älter. Und Einstand wurde offenbar auch von der Antifa, die sich inzwischen in Frankfurt anders nennt, organisiert. Besonders viel los war hier heute nicht. Dann wollte ich mal dokumentieren, welche horrende Weinpreise die Besucher hier bereit sind zu zahlen. Und wurde plötzlich von mehreren Personen, vor allem von hinten, angegriffen. Ziel dieser Personen war es offenbar, meine Kamera zu zerstören. Diese verteidigte ich nach Kräften und rief nach der Polizei. Dem beherzten Einsatz der Beamten ist zu verdanken, dass nicht erheblich Schlimmeres passierte. Ich erstattete Strafanzeige, stellte auch Strafantrag. Auch am 1. Mai gilt, wie immer, keine linke Veranstaltung ohne linksextreme Gewalt. Polizei, Hilfe!